Das ist furchtbar. Mann, im Geisterjäger, das ist furchtbar. Er heult hier die ganze Zeit rum, weil wir so ein bisschen... Naja, er kriegt in einer Viertelstunde Besuch, hat er gesagt. Und hier ist auf jeden Fall, das ist, sieht nicht gut aus. Warum dann passiert das bloß? Ja, das haben wir, ne? Die Wege des Herrn sind unergründlich. So, pass mal auf. Wir folgen mal dem guten Peter Venkman, ne? Dr. Peter Venkman. Nennt das hier, Jungs, zu uns stoßt. Ja, ja. Habt ihr die kleine Kartoffel? Hm? Ray, wir müssen uns ernsthaft mit diesem Knubbel unterhalten. Oder wir haben echte Disziplinprobleme, wenn er ein Teenager wird. Oh, oh, Vorsicht, deine Schonzeit ist vorbei. Jetzt fass mal mit an. Wir haben hier ein paar echt beharrliche, lästige Geister. Okay. Echte beharrliche Geister. Das sind alles Hotelpagen. Freunde, denn in eurem vorherigen Leben ist nichts gelehrt, müsst ihr euch jetzt... Schön gesträumt. Aus dem Seewald raus. Gute Arbeit mit der Falle. Oh. Oh. Da hat mich einer mit dem Ding weggeschossen. Oh, da kommt schon wieder was geflogen. Freunde, ich baller hier mal eine Falle hin. So, jetzt komm mal her, du kleiner Penner. Oh, oh, da kommen sie. Naja, kommt ruhig. Ich bleib hier mal ein bisschen in Sicherheit. Ihr werdet die Profis, ne? Wir sind immer bereit, ihnen zu glauben. Achte auf dein Ziel! Ja. Oh. Links von dir. So, wir müssen entlüften. Was wie jetzt? Okay, entlüften. Oh. Aha. Gleiches Team! Ja, gleiches Team. Entschuldigung, das ist einfach das Gefecht. Da ist er noch. Ganz oben! Und jetzt reinholen! Ja, ich hol. Ha. Hier ist die Falle. Okay. Ich hab genau in die Falle gesehen! Okay, wo ist meine Falle? Rechts! Nein, aufsammeln. Wo ist meine Falle? Warte mal, kommen jetzt hier noch welche? Okay, wir gehen da mal rüber. Nein, ich wollte die... Das Peter, so, okay. Ich will die aufsammeln. Moment, aufsammeln wir das hier. Okay. So, wir gehen mal mit. Hier ist die Action. Wir machen das ohne uns. Hey, das war doch gar nicht so schlimm. Nee, oder? Irgendwie nicht. Ne? Haben wir die Falle jetzt? Haben wir unsere Falle? Ja, wir haben unsere Falle. Okay, und jetzt, Freunde? Und jetzt? Wer wird für all das bezahlen? Keine Sorge, Sir. Sie wissen, der Bürgermeister wurde aufgrund seiner strikten Pro-Geisterjäger-Politik gewählt. Wir berechnen der Stadt jetzt alle Ergreifungen und Eliminierungen direkt. New York ohne Spuk ist ein touristenfreundliches New York. Nein, den Schaden! Bürgermeister und Stadt haben ein umfangreiches Versicherungsprogramm abgeschlossen. Sie sind abgedeckt. Ehrlich, ich spüre eine gewisse Feindseligkeit. Vielleicht sollten wir die Geister einfach hier lassen, wenn Ihnen das lieber ist, Sir. Nein. Aber bitte... Diskretion! Diskretion ist unser oberstes Arbeitsmotto. Vorsicht! Wer war er denn? Schon wieder Fische? Hey, wo kam der denn her? Wir sollten ihm vielleicht folgen. Ja. Oder diskutieren wir das aber erst ich mal ganz kurz, ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kadett, du gehst mit Dr. Spengler. Überprüf den wütenden Fischer. Ja. Mach ich. Aber ich glaube, wir waren noch irgendwo. Hier war noch irgendwo, glaube ich, ein Artefakt. Freunde, glaubt mir, wir brauchen... Versuch mal, ein Signal aufzufangen. Ah, hier trinken wir erstmal ein Wässerchen. Okay, erstmal ein Schlückchen trinken. Das ist bei Geisterjagd immer eine gute Sache. Okay. Gut, dann habe ich mich wahrscheinlich vertan. So, wir sollen mit... Was, mit Igor? Oder mit wem sollen wir gehen? Da ist Igor. Okay, bist du Igor? Jo, Igor. PKE-Meter verwenden, okay? Ah, die waren eben hier alle weg. Alle weg von denen. Klavier spielen konnte ich ja eben schon nicht. Was steht da? Le. Oso? Fine Wines and Liquor. Okay. Hier lange. Es scheint, als würde er nach oben schweben. Nicht rüber. Bewegung. Geh voraus. Nimm diese Falle.
das ist ein alter Seebär. Ein alter Seebär, der wissen, was angeln wollte. Wie, jetzt sind wir hier. Ich spüre den Fischergeist auf. Okay. Okay, wir sind mal kurz PKE-Meter, so, das ist mal ein bisschen. Was ist das? Wie zu? Oh, das ist anscheinend wohl zu. Okay. Alright. Ich finde das immer so schade, weil ne, mit dem PKE-Meter ist das zwar schön grün und man sieht dann auch irgendwie alles, aber ich finde die Umgebung einfach so toll gemacht. Und dieses tolle, ne, Neutronen-Pack oder was auch immer für ein Pack das ist. Total egal. Das echt cool finde. Ne? Und mit dem PKE-Meter ist das halt immer so eine Sache, ne? Das ist Zimmer 303. Dann müsste hier 305, 302. Mein Pet hat gerade voll gerampelt, Freunde. Hey, läuft da oben eine Badewanne über? Genauer gesagt eine 7000 Kubikmeter Badewanne voll mit Protonen geladenem Meerwasser. Und Seegurken? Und Seegurken, ja, Seegurken. Warte mal, ich hab's gesehen. Ganz genau, wie es gesehen. Jetzt ist ja schon ein bisschen finsterer, ne, Leute, das ist halt, ne? Ja. Gut, dann ist das natürlich eine gute Sache. Das ist alles ein bisschen surreal, ne? Das ist irgendwie alles nur gespenstisch, das ist so. Ja, ich meine, das sind natürlich jetzt Geister, wir dürfen natürlich nicht rumrollen hier, ne? Das ist hier eine Mond. Oh, die hauen ab. Oh, wie cool. Alright. Oh, what is that? Oh, hab ich den? Auf, wir können auch auf den Kopf. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hast du dem Neuling von semidimensionalen Rissentitäten erzählt? Nee. Diese Art von hoch aufgewühlter Umgebung ist ein wahrscheinlicher Manifestationspunkt. Aha. Okay, wir können Aufhellung kaufen. Wir kaufen mal ganz kurz was. Pardon. Gut, den haben wir schon. Und können wir denn den kaufen? Den können wir nicht kaufen. Das ist eine Scan-Verbesserung. Aufladeverbesserung kostet 8000. Eine Blitzfalle, okay. Aha. Okay, mehr können wir noch nicht mehr. Okay. Dann machen wir die Scan-Verbesserung. Ne? Wir brauchen das eh sowieso alles. Die Leute, glaubt mir, ne? Wird ein Plan und so weiter, ne? Wer lesen möchte, bitte lesen. Ich kann das gerne mal durchscrollen. Ne? Wenn ich was bei irgendeinem vergessen haben sollte, dann auf jeden Fall nochmal kurz Bescheid sagen. Genau, rechte Taste anklicken und bla bla bla. Das ist alles ganz schrecklich. Das ist so. Okay. Dann muss das Ding neu kaufen, damit wir mal gucken, ob es da wirklich so viel besser ist. Wir müssen uns den Weg wahrscheinlich freiräumen. Hier geht's gar nicht. So, den haben wir schon mal weg. Okay. Ja, okay. Pardon, meine Freunde, pardon, ich. So, wir kommen zwar durch, wir kommen durch, okay. Komm ich durch? Okay. Wieso kommen wir nicht durch? So, jetzt muss man durchkommen, genau. Okay. So, was ist denn? Oh, ein Artefakt haben wir gefunden. Das ist gut. Das ist, was wir ganz kurz mal angucken. Was haben wir denn für Artefakte? Wo sehe ich meine Arten? Da. Okay, wir haben ein Selbstbedienungstablett gefunden und einen Toaster. Aha. Okay. Was ist ein Toaster? Wo ist denn dein Toaster? Ja, die hauen dann sowieso ab, wenn man sie gefunden hat. Aha. Lass mal erzählen. Gut, hier ist eine Sackgasse. Wenn das immer so ein Quietschen ist, ne? Dann muss man das PKE-Meter verwenden, weil dann ist irgendwas. Ja, aber die Anemonen haben wir schon gesehen. Oh. Okay, wir sind ja immer im Kreisgewicht gelaufen.
Hier war doch die Sackgasse, oder? Ihr wisst ja, ich habe eine Spitzenorientierung. Okay, wir gehen mal in die Richtung, das ist vom Ausschlag her ein bisschen... Ein Artefakt? Oh. Oh! Oh, fuck, fuck! Stimmt, ich erinnere mich, die Teile sind ganz schön scheiße. Die Brüder sind richtig kacke. Das ist hier. Ich meine, wir jagen ja gerade einen Fischer, da muss ich ein bisschen quatschen wie so ein alten Seebär, ne? Okay. Das sind so Pseudospinnen, also. Ich bin dann so ein bisschen an die Teekannen bei Alice im Wunderland. PKE verwenden. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Kommen wir jetzt eventuell weiter? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist zu. Pardon. Hier ist auf jeden Fall dicht. Hier kommen wir nicht runter. Ich weiß, hoch kommen wir, glaube ich, auch nicht. Und selbst wenn. Da ist dann, glaube ich. Alter, hast du gerade einen Sessel nach uns geworfen? Okay, da kommen wir nicht weiter. Ein Porträt von GM Sedgwick. Okay, einen Menschenfeind. Habe ich das gerade richtig? Ein Menschenfeind, der ein Hotel aufmacht? Ich war sehr umgehend dran rum. Ich bin mir vor, du gehst in ein Hotel und weißt, der Besitzer ist voll der Menschenfeind. Aber wo muss ich jetzt hin, Freunde? Wo muss ich jetzt hin? Hier sind die wunderschönen Seeanemonen, die Marken, wenn wir kommen. Okay. So, hier waren die Aufzüge. Können wir den Aufzug eventuell rufen? Glaube ich zwar eher nicht. War da gerade die... Da hat der Fischer von mir. PKM wieder drin. Okay, scheiße. Die ziehen uns natürlich auch mal irgendwie Kohle ab, wenn wir irgendwas sinnlos zerstören. Aber guck euch, aber was will man hier noch sinnloser zerstören, als es ohnehin schon zerstört ist? War das Telefon. Aber hier kommen wir, glaube ich, auch noch wieder zurück. Wir rennen mal eine Runde. Zim, zam, zim, zam, zam. PKE wieder. Ja, aber hier waren wir doch schon vorne. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Es ist halt schon ein bisschen länger her, dass ich gezockt habe. Okay, dann gehen wir hier nochmal lang. Aber hier waren wir auch eigentlich schon. Ich glaube, wir müssen erst diese verdammten Dinger wegmachen. Koffer mehr, kaputte Koffer. Mhm. Da war, glaube ich, eine Sackgasse. Ne, hier war die Sackgasse. Ah. Da darf er. Blick um. Was war das? Was war das? Ich habe es gar nicht drauf geachtet. Okay, ich weiß nicht, ob ich den gescannt habe, den Geist. Wir müssen hier alles scannen. Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein wenig... Wo ist der jetzt hin? Oh Gott, da sind die Viecher wieder da. Die müssen wir zuerst mal wegmachen, weil die... Die sind doch echt krass unterwegs, die Teile. Die Lüften. Was ist denn hier noch? PKD-Meter. Oh.
Von hinten? Die kleine Bazille, die kleine miese Scheißbazille. Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, das ist immer so ein bisschen an die Teekanne. Ich weiß nicht, wer von euch Alice in Wonderland Madness Returned gespielt hat. Da gab es auch so ganz, ganz böse Teekannen. Da erinnern wir so ein bisschen dran. Zum Zahn. Umgestützte Cola. Okay. Was für der See an dem Mond, ey. Aber hier ist er nicht mehr drin. Auf jeden Fall wie gefuhlt, das Teil. Ah, hier sind wir doch am Telefon. Kann ich anrufen? Ich will dich anrufen. Oh, pardon. PKI-Meldung. Warum zeigt man das immer an? Irgendwie sehe ich ihn nicht. Bitte verzeiht mir, ich habe mich leicht irgendwie. Oh, hier komme ich nicht durch, ne? Nee, da komme ich definitiv nicht durch. Und hier? Habe ich den jetzt gescannt? Habe ich den jetzt gescannt? Habe ich den nicht gescannt? Oh, da ist es wieder trocken. Nee. Wo sind wir denn hier? Oh! Hubi, die Katze ist wieder trocken. Seltsame Wendung der Dinge. Meine Leute. Jetzt, wo es hier wieder so schön trocken ist und wunderbar aussieht, sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir gucken mal, was in der nächsten Folge auf uns wartet. Wir müssen den Fischer ja irgendwie klar machen und das wird uns mit Sicherheit gelingen. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Fischerjäger 45. Ciao, ciao.